Hallo, mein Name ist Oskar Salomon und in diesem Video unserer Videoreihe um Depressionen geht es um einen dritten Grund für Depressionen, den dir vielleicht noch niemand gesagt hat. Viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu unserer kleinen Videoserie für unbekannte Gründe für die Depression. Und ein dritter Grund für Depressionen kann die Involvierung in Abtreibung sein. Und zwar, wenn wir uns mal die Zahlen angucken, dann wird zurzeit in Israel jedes vierte, aber in unserer Gesellschaft etwa jedes sechste Kind intrauterin, das heißt vor der Geburt, getötet. Ja? Sei es also als Spätabtreibung, weil vielleicht eine Behinderung diagnostiziert wurde und das Kind dann also als Spätabtreibung getötet wurde, oder früher im Zuge eines Schwangerschaftskonfliktes. Und das bedeutet also, dass über die Jahre, ja, wenn wir sagen, jede sechste Schwangerschaft wird abgebrochen, dann können wir also sagen, alle sechs Jahre ist dann nahezu jeder Mensch betroffen. Dann sind also die 100% voll. Und statistisch gesehen zeigt sich eben auch, dass jede vierte bis jede zweite Frau einmal in ihrem Leben abtreibt. Das heißt also, nahezu jede Frau ist betroffen. Und damit bist du also als Geschwisterkind, also als Überlebender, oder als Überlebende unter deinen Geschwistern von Abtreibung betroffen, aber auch deine Eltern, also deine Mütter, und natürlich zu jeder Abtreibung gehört auch ein Vater, sind die Väter betroffen. Und gerade bei Vätern, die können sozusagen dafür sein für Abtreibung und auch dagegen oder ein gemischtes Verhältnis dazu haben, aber in all diesen Fällen führt eine Abtreibung zu einer großen Irritation, sowohl bei den Männern und bei den Frauen natürlich auch. Also da gibt es einen Großteil, man kann durchaus davon ausgehen, dass erstmal 90% der Frauen ihre Abtreibung in dem Sinne nicht bereuen, aber das sagt noch nicht so viel aus, ob das nicht Auswirkungen hat auf die Entwicklung einer Depression. Und genauso kann man das bereuen und keine haben, aber jedenfalls ist das ein sehr kompliziertes Feld. Und von vielen verschiedenen Dynamiken. Aber nahezu alle Menschen sind von Abtreibung auf die eine oder andere Art betroffen. Also als Vater, als Mutter oder als Geschwisterkind. Und nicht zuletzt gibt es dann noch die vierte Art von Betroffenheit, nämlich dass ein Kind abgetrieben werden sollte, wo sich die Eltern aber dann dagegen entschieden haben. Aber das Kind hat diese Überlegung intrauterin mitbekommen. Das kannst du sein, das kann ich gewesen sein. Und das macht auch eine Verstimmung der Eltern-Kind-Beziehung. Und wenn wir uns also zur Auflösung der Depression über die Seele aufmachen, dann kann es zutage kommen, dass also Abtreibungserfahrungen hochkommen und die Seele belasten. Und das habe ich also auch in meiner eigenen Praxis auch schon erlebt, dass solche intrauterinen und pränatalen Erfahrungen hochkommen und die Seele in Wirklichkeit schwer belastet haben über das ganze Leben. Ja, also die Ablehnung der Mutter oder des Vaters oder beider Eltern wurden eben gespürt, die werden wahrgenommen, auch wenn sich das Kind noch in der Entwicklung vor der Geburt befindet. Und das belastet die eigene Beziehung zu sich selber und natürlich zu den Eltern. Ja, also das Vertrauen ist beschädigt. Das Kind könnte so, also die kindliche Seele könnte so etwas denken wie: Meine Eltern wollten mich töten, wie kann ich denen dann vertrauen? Ich kann nicht völlig sicher sein. Und aber natürlich auch die eigene Beziehung zu sich selbst, die da sowas sagen könnte, würden wir das aussprechen, wäre das sowas wie: Ich bin nicht wert, geschützt zu sein, oder ich bin nicht wert, da zu sein, oder mein Leben steht zur Debatte. Und das sind also tiefe Selbstzweifel und Konflikte zu sich selber oder zu den Eltern, die sich auch durchaus als Beziehungsstörung oder auch Depressionen zeigen können. Jetzt ist das natürlich ein sehr, sehr häufiges Thema und das ist die Frage, so häufig ist ja Depression gar nicht, aber es stimmt ja eben gar nicht. Die Depression ist ein extrem häufiges Krankheitsbild. In den USA nimmt jeder zehnte Mensch Antidepressiva. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. In unserer Gesellschaft sind das nicht viel weniger Menschen, die Antidepressiva nehmen. Jeder zehnte, das heißt, das sind die Menschen, die sich schon zur Behandlung entschlossen haben. Aber dann gibt es ja noch mindestens die Hälfte der Menschen, die das gleiche Problem haben, aber nicht sich zur Behandlung entschließen. Und das sind also jeder fünfte Mensch in unserer Gesellschaft, also jeder fünfte Erwachsene. Und das ist schon eine richtig große Zahl. Und da ist die Frage, woher kommt das? Ich denke nicht, dass Abtreibung das alleinige Thema ist oder vielleicht auch nur die Ursache. Das kann natürlich auch die Folge von anderen
von anderen Faktoren sein, also unserem Lebensstil, wie wir leben. Vielleicht sind wir Menschen ja auch gar nicht gemacht, in Riesenzivilisationen oder in Städten so zu leben, sind eigentlich an ganz anderen Lebensstil auf viel einfachere Art und Weise angepasst. Ich sag mal viel naturnäher, also das ist so das, was ich so zurzeit denke. Aber wenn du an einer Depression leidest und nicht weißt, warum und das endlich loswerden willst, ja, es sollte auch auf deiner Landkarte auftauchen, dass die Abtreibungskonflikte deiner Eltern, abgetriebene Geschwister oder eben deine eigenen zu einer Depression oder anderen Verhaltens- und Befindlichkeitsstörungen führen können. Und da sieht die Antwort eben so aus, das auf Seelenebene zu bereinigen und dann aufzulösen, und dann verschwindet auch die Erkrankung. Das habe ich auch schon begleiten dürfen hier in meiner Praxis. Und ja, ist also ein möglicher Grund für Depressionen der Menschen. Ich hoffe, diese drei Gründe konnten dir mehr öffnen, mehr im Verständnis öffnen für die seelischen Ursachen der Depression. Natürlich gibt es körperliche Ursachen für Depressionen, wie Vitaminmangel oder die Vergiftung mit Schwermetallen. Auch das muss man als Arzt natürlich auf dem Schirm haben, muss vorher natürlich ausgeschlossen worden sein. Aber wenn man eben nichts findet, dann muss man nach diesen möglichen Ursachen fahnden. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Und ich wünsche dir alles Gute bei deinem Heilungsweg, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du den inneren Frieden und das innere Licht und die innere Heilung für dich erfährst. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Oskar Salomon.